Jonas, erstmal Glückwunsch zum Tagessieg. Über den Gesamtsieg können wir an der Stelle noch nicht reden, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind. Deswegen klammern wir das von der Stelle mal aus. Dennoch kann man gratulieren. Es war, glaube ich, ein sehr guter Wettkampf. Ich hatte das Gefühl, dass du ein bisschen gebraucht hast, um reinzukommen. In der Quali war es noch ein bisschen unlocker. Habe ich mich getäuscht? Na, ich glaube einfach, dass die Boulder in der Quali deutlich, so wie sie meistens in der Quali sind, deutlich komplizierter so vom Lesen her sind. Das sind halt keine On-Site-Boulder, sondern wirklich ja, Flash-Boulder. Und entsprechend ist da insgesamt schwerer, in die Boulder reinzukommen und überhaupt einen Überblick über die Boulder zu bekommen. Und ich meine, das ist dann für die Leute, die später starten, in der zweiten Gruppe zum Beispiel, dann ein bisschen leichter einfach da reinzukommen, weil sie genau wissen, wo sind die schweren Boulder, wo ist es schwer, wie ist es zu lösen und so. Und das ist natürlich am Anfang erstmal ein bisschen schwerer. Aber ich denke, ja, es kann auch sein, dass ich einfach ein bisschen Probleme hatte, reinzukommen. Abgerechnet wird ja am Schluss und am Schluss ist es gut gelaufen für dich. Kilian Fischbuhr, eine harte Konkurrenz und du hast ihn heute erneut schlagen können. Wie wichtig ist das für dich? Uff, wichtig ist es. Ich glaube nicht, dass es mir jetzt unbedingt wichtig ist, irgendjemanden zu schlagen. Ich denke, mein Ziel, wenn ich auf Wettkämpfe fahre, ist es, erstmal möglichst mein Bestes geben zu können und auch ja, mein Bestes zu geben und hinterher mit dem Gefühl nach Hause fahren zu können. Ich habe jetzt wirklich auch alles gegeben, was ging und dann kann ich auch mit so einem Ergebnis zufrieden sein. Ob ich jetzt irgendjemanden dann dabei hinter mich lasse oder nicht, dann ist das, ja, das erfreut einen natürlich, wenn man dann sowas gewinnen kann, aber das ist nicht das, was mich am ehesten da interessiert. Also ich denke, es geht eher erstmal darum, eben wirklich, dass der Wettkampf für einen selbst gut läuft. Kurze Frage zum Ambiente. Wir sind hier in Überlingen am Bodensee, nicht unbedingt das klassische Boulder Cup Ambiente. Wir haben hier eine sehr schöne Seenlandschaft im Hintergrund, viele Zuschauer auch gehabt. Wie hat es dir gefallen? Na, ich meine, vom Ambiente her ist sicherlich Überlingen jedes Jahr das Highlight. Ich meine, das ist draußen, was ja schon mal positiv hervorsticht dann. Und ja, ich meine, die Zuschauer sind hier auch immer sehr, sehr aktiv dabei. Es ist einfach schön, dann. Ja, insgesamt vom Ambiente, sowohl von der Location als auch von den Zuschauern und so, finde ich super hier. Wie geht's für dich jetzt weiter? Bouldermäßig ist es ja jetzt auch international vorbei. Du atmest auf. Was passiert für dich als nächstes? Jetzt muss ich erstmal viel, viel lernen. Ich habe dadurch, dass halt einfach jetzt in den letzten Monaten so viele Wettkämpfe waren, war ich kaum zu Hause und auch kaum in der Uni. Und jetzt schreibe ich halt ab Dienstag wirklich viele Klausuren und da muss ich einiges nachholen und das wird erstmal so nächstes Etappenziel und dann gucke ich halt, dass ich mich jetzt schon für nächste Saison dann vorbereite und da dann möglichst früh und möglichst maximal fit bin. Dabei viel Spaß auch beim Speedcup, der jetzt noch ansteht. Danke für das Interview. Alles klar, danke.